Hallo meine Lieben, die Nachrichten überschlagen sich gerade. Eine lang verschollene Raumsonde der ESA soll nun wieder aktiv geworden sein. 20 Jahre nach ihrer Landung auf dem Mars sendete sie nun Bilder zur Erde von eindeutig künstlich erschaffenen Strukturen. Und auch der deutsch-russische Weltraumpionier Karl Igor Djolitu hat sich bereits gemeldet. Alles, was ihr zur heutigen Entdeckung wissen müsst, die fantastischen Bilder und vieles mehr, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Mars Express oder abgekürzt einfach nur MEX genannt. Eine Marssonde der ESA. Sie wurde im Juni 2003 gestartet, erreichte den roten Planeten dann an Weihnachten. Genauer gesagt am 25. Dezember 2003, vor rund 20 Jahren. Die Hauptaufgabe der Mission war die vollständige Kartografierung des Mars, die Erforschung seiner Atmosphäre und seiner Oberfläche und das, was sich in einer Tiefe bis zu 2 Metern befindet. Doch die MEX-Sonde war keineswegs allein unterwegs. Sie trug in ihrem Inneren einen kleinen Begleiter, das Landegerät Beagle 2, um den es heute gehen soll, beziehungsweise um die Bilder, die er nun zur Erde gesendet hat. Während MEX im Orbit des Mars verblieb und das heute auch immer noch tut, sollte Beagle 2 weiter unter ihr operieren, über die Landschaft des Planeten fahren, so wie es heute Perseverance tut. Benannt wurde die Landekapsel nach dem Expeditionsschiff von Charles Darwin und das auch nicht ohne Grund. Sie sollte mögliches Leben auf dem Mars nachweisen. Eine kleine evolutionäre Entwicklung in den Frühzeiten unseres Nachbarplaneten. Doch es kam völlig anders. Der Kontakt zu Beagle 2 ging verloren. Bis heute ist unklar, ob die Kapsel beim Eintritt in die Marsatmosphäre verglüht ist oder ob sie unglücklicherweise in irgendeine tiefe Spalte gefallen ist. Manche nehmen an, dass die Landung problemlos verlief. Nur ein technischer Defekt verhindere die Kontaktaufnahme. Offiziell gilt der ESA-Rover als verschollen. Naja, bis heute. Nun, 20 Jahre später, erreicht uns eine wirklich seltsame Nachricht. Beagle 2 ist wieder aktiv und hat Bilder von Dingen auf dem Mars gesendet, die es dort eigentlich nicht geben dürfte. Viel mehr als nur der Beweis für eine kleine Evolution. Aufnahmen von eindeutig künstlich erschaffenen Ruinen, anscheinend von einer außerirdischen Zivilisation, die auf dem Mars einmal lebte. Ja, es ist schon wirklich seltsam. Schließlich liegt der letzte Funkkontakt bereits 20 Jahre zurück, als Beagle 2 die Marsatmosphäre erreichte. Und dann war plötzlich Schluss, mitten auf der Reise nach unten, also Mid-Journey, wie es der Engländer sagt. Noch seltsamer ist aber, dass die Rückverfolgung der Signale den Rover an ganz anderer Stelle vermuten, als dort, wo er eigentlich abgestürzt sein müsste. In einer Marsregion namens Djolitu, benannt nach dem deutsch-russischen Weltraumpionier Karl Igor Djolitu. Als dann die ESA heute Morgen die ersten Bilder empfangen hat, konnten die Verantwortlichen ihren Augen nicht trauen. Es zeigten sich ganz eindeutig künstliche Strukturen. Nichts, was man sich irgendwie einbilden könnte, sondern die Ruinen einer alten, intelligenten Zivilisation auf dem Mars. Und so wurde diese uralte Anlage auch schon passend getauft. Ein offizieller Name, der mit dieser weltbewegenden Entdeckung für immer in Zusammenhang gebracht werden soll. Artificiale Intelligenzia, künstlich erschaffen von einer Intelligenz. Weitere Informationen soll es dann heute Abend auf einer Pressekonferenz der ESA geben. Mit dabei niemand Geringeres als Weltraumpionier Karl Igor Djolitu. In einem Vorab-Interview äußerte er sich jetzt auch schon.
Ich habe nie verstanden, warum eine Region nach mir benannt wurde. Schließlich war ich nur für 3 Monate der Hausmeister der ESA. Ein wirklich herausfordernder Job. Keine Frage. Einmal musste ich ein Raketentriebwerk mit Panzertape flicken, kurz vor dem Start der MEX-Sonde. Und dann hing da auch noch so ein Teil dran, Beagle 2, was auch immer, hat mir vollkommen den Weg versperrt. Aber als ich ein paar Teile entfernt habe, kam ich dann an die undichte Stelle und die Mission wurde dann ein voller Erfolg. Ich denke, daher haben sie die Region nach mir benannt. Auch der deutsche Astronaut Ulrich Walter gab bereits in einem Interview bekannt: Ich sehe da rein gar nichts. Hier und da ein Stein, eine zufällige Anordnung, so wild wie ein Vogelschiss. Ja, auf mehr Informationen müssen wir nun warten. Die Pressekonferenz ist für 20 Uhr angesetzt. Auch die NASA hat sich inzwischen geäußert. Ganz offensichtlich gönnt sie aber ihrer europäischen Schwesteragentur diese großartige Entdeckung nicht. Man solle bedenken, dass man in der heutigen Zeit vielerlei Dinge manipulieren kann, so die NASA. Sie selbst seien darin sehr geübt. Man wisse, wie man der Öffentlichkeit etwas vorgaukele. Ja, und tatsächlich erscheinen die Bilder von den Marsruinen durch die Beagle 2-Sonde etwas sonderbar. Die artifizielle Intelligenz, ja benannte Ruinenstätte, klingt schon sehr nach künstlicher Intelligenz und auch die Region selbst gibt Rätsel auf. Schließlich sind die Initialen des Vornamens von Weltraumpionier Karl Igor Djolitu K und I, KI. Und auch sein Nachname klingt stark nach dem KI-Bildbearbeitungsprogramm DALL-E 2, die Konkurrenz zu Midjourney. Kann das also alles ein Schwindel sein? Kann es sein, dass heute der 1. April ist? Naja, ich weiß ja nicht. Möglich, möglich. Ja, und wer nun keinen Sinn für Humor hat, der gibt mir einen Daumen nach unten und alle anderen erfreuen sich an einen kleinen Extra-Beitrag mit einem großen Augenzwinkern. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.